Wie wird man Insider? Darum geht das in diesem Video. Also natürlich ganz einfach, wie wird man Insider? Wir gründen gerade einen Insider-Kanal, wir sind da mittendrin und jeder ist herzlich willkommen, da mitzumachen. Gerade so meine Empfehlung und mein Tipp an alle, bildet kleine Netzwerke. Das ist sensationell, um hier zu höherem Wissen zu kommen, zu weiterführendem Wissen zu kommen. Na, wunderbar, tauscht euch aus. Was kann man noch tun, um zum Insider zu werden? Nun, nicht einfach so den Medien immer alles glauben. Wenn das die einzige Quelle ist, wenn man nur sich dort informiert, bei den Öffentlich-Rechtlichen, bei den Privaten findet man ja sowieso nur Mord und Gewalt an Beiträgen und endlose Podiumsdiskussionen, die eigentlich wenig uns aufbauen und weiterbringen. Also mal auch andere Kanäle nutzen. Meine Grundempfehlung dabei, einfach mal über den Tellerrand zu schauen, offen zu sein und auch das Unmögliche für möglich halten. So können wir offen auch uns andere Dinge anhören. Jeder hat eigentlich uns etwas zu geben. Also selbst der Bettler auf der Parkbank, der kann uns etwas zeigen, wenn wir offen sind. Das heißt also, was mache ich selber, um hier mehr Informationen zu bekommen, breiteres Informationsspektrum? Meine allererste Maßnahme war also, den Fernseher wirklich zu entsorgen. Das hat mich also dermaßen angewidert, also welche Themen dort hauptsächlich vertreten sind. Einerseits und andererseits immer, dass das, was mich besonders interessiert, das wurde nicht gesagt. Ich weiß das auch, eben weil ich auch Insider bin, durch mein Studium und durch meinen Beruf, wo ich eben wirklich viel, viel Einblick bekam, was hinter den Kulissen passiert, welche Forschungen dort zu sensationellen Ergebnissen kamen und ich weiß also, dass vieles einfach nicht an die Öffentlichkeit kommt. Also alleine schon dieses Wissen, dass das, was uns präsentiert wird von der Wissenschaft, nicht alles ist, was wirklich existiert, dass es mehr gibt. Ne? Das bringt uns schon weiter und hilft uns eben dort also auch wirklich Insider zu sein. Was ist noch zu empfehlen? Also nicht einfach nur die Dinge zu beurteilen nach dem Verstand, sondern auch mal nach dem Herz fragen, wie fühlen wir uns dabei? Ist das, was dort uns an Botschaft vermittelt wird, fühlt sich das stimmig an? Also wieder die eigene Achtsamkeit stärken. Auch zu wissen natürlich, dass jede Werbung auch immer auch Manipulation ist. Ja, das kann man, es gibt wunderbare Bücher zu diesem Thema. Ne? Das ist bedient häufig so uralte Muster in unserem Sauriergehirn, ne? Dass wenn dort ein Spitzensportler etwas empfiehlt, das ist dieser normale Trieb, der ebenso verankert ist, dass wir denken, ach, das ist denn ja auch gut. Also das bitte zu durchschauen, auch Manipulationen, an dieser Stelle einen wunderbaren Beitrag von der Vera Birkenbiel, Thema Viren des Geistes, also sehr, sehr, sehr hilfreich, um hier Manipulationen zu durchschauen. Ganz, ganz spannend finde ich, was sie da herausgefunden hat. Natürlich auch Studien erstmal kritisch entgegenzutreten. Wie heißt es so schön, ich traue nur den Studien, die ich selber gefälscht habe. Ich kann mit Studien heute, das ist bekannt und das wird auch weltweit so gemacht, ich kann mit Studien fast alles beweisen. Zum Thema Fleisch, da Wikipedia voller Studien, die zeigen, also wie schädigend Fleischkonsum ist, also der Verzehr tierischer Produkte, tierischer Fette vor allen Dingen, wirklich eindeutig hier diese ganzen Studien. Jetzt gibt es genauso viele Studien, die genau das Gegenteil behaupten. Also wir müssen uns schon selber dort ein Urteil bilden, indem wir eben verschiedene Berichte uns ansehen, offen zu sein, also nicht von vornherein zu trennen und zu dogmatisieren. Das führt uns nicht weiter. Bestes Beispiel ist das Thema Kokosöl, ein ganz heißes Thema. Sehr, sehr, sehr viele Studien zeigen, wie positiv doch Kokosöl ist. Ne? Antikrebseffekt, ne? Das heißt, also Krebszellen sterben. Ja,
wurden diese Studien dann beim Menschen, am Menschen durchgeführt oder an Tieren? Nein, in Zellkulturen. Ja, dass eine Krebszelle stirbt, wenn ich Schwefelsäure dazu tue, das ist selbstverständlich, aber ist Schwefelsäure deswegen gesund? Also, und wie wurden nun diese Ergebnisse erzielt mit den Krebszellen und Kokosöl? Also das, bitteschön, das sollte sich mal jemand kritisch anschauen. Und wer nicht diese Einblicke hat, ihr alle kennt Leute, die studieren, die Biologie, Biochemie, Chemie studieren. Oder sucht euch solche Leute und fragt die mal, wie die das so sehen mit solchen Studien, was davon zu halten ist. Man kann auf YouTube recherchieren. Man findet eine Professorin, die sagt, Kokosöl ist das reinste Gift. Das halte ich wirklich für übertrieben. Aber warum trifft sie so eine Aussage? Wie gehe ich vor in diesem Fall? Also wenn ich sehe, da werden so viele Studien geliefert. Ich gucke mir erstmal an, worum geht es denn da? Geht das um eine Substanz, die billig produziert werden kann und teuer verkauft werden kann? Das ist also sehr, sehr hilfreich immer. Ich kenne ja die Szene, ich kenne meine Pappenheimer. Ich arbeite mit vielen Firmen zusammen. Ich kenne deren Motivgründe und das ist so, die meisten machen das, um Geld zu verdienen. Ist ja auch legitim, ne, wenn sie damit den Menschen helfen. Na, und heute ist es aber so, dass das, was gerade vor unserer Tür wächst, also diese heimischen Schätze, ne, dazu zähle ich Brennnessel, dazu zähle ich Löwenzahn, dazu zähle ich Holunder, ne, dazu zähle ich viele, viele wunderbare Sachen, die wir direkt bei uns finden, aber dafür gibt es keinen Markt. Ne? Das heißt also, wenn jemand Studien in Auftrag geben würde für Walnussöl, kann er gar nicht finanzieren. Hinter dieser Kokosölgeschichte, da steckt letztendlich riesengroße Konzerne. Kokosöl ist also ein ganz wichtiger Rohstoff, also nicht nur für jetzt die Lebensmittel, sondern ganz besonders auch für die Produktion von Tensiden, also Waschmittel, für viele Kosmetikprodukte und. Und diese Konzerne haben jede Menge Geld. Das ist für die überhaupt kein Thema, da zig Millionen auszugeben für Studien. Aber die Walnussbauern, die haben dieses Geld nicht. Und ich bin sicher, also wenn man das gleiche Investitionen machen würde in die Studien, das gleiche finanzielle Aufwand betreiben würde, Walnussöl käme wahrscheinlich wesentlich besser weg als Kokosöl. Dasselbe mit Sicherheit auch beim Hanföl, Chiasamenöl, Sascha-Inki-Öl, das sind mir so die exotischen Varianten. Leinöl, wissen wir, wie wertvoll Leinöl ist, aber nur dann, wenn Leinöl wirklich frisch gepresst wird und nicht oxidieren kann, wenn dort Schutzmechanismen eingeführt werden. Ansonsten verästert Leinöl, taucht dann nur noch so ein Fensterkit. Ja, also man muss alles mal hören von verschiedenen Seiten und kann dann zum Insider werden. Also vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Lebe, liebe Nache. Kanal abonnieren. Bis bald.